Trishta Baddha Pada Prasaranasana. Die Grätschstellung mit Ellbogen auf dem Rücken. Gib die Beine auseinander, so weit wie du kannst. Dann beuge dich nach vorne, so weit wie du kannst. Wenn möglich, gib Brustkorb und Kinn auf den Boden. Dann gib die Unterarme hinter den Rücken. Das ist dann Trishta Baddha Pada Prasaranasana. Prasara heißt etwas wie ausgespreitet. Pada Prasaranasana ist eine der vielen Bezeichnungen für die Grätsche bzw. die Seitgrätsche, wo die Beine auseinander sind und du dich nach vorne beugst. Trishta Baddha heißt etwas, was man hinter dem Rücken verschränkt, denn Trishta heißt Rücken und Rückseite und Baddha heißt verschränkt. Es ist also die Stellung der verschränkten Unterarme hinter dem Rücken. Diese Stellung entwickelt die Flexibilität in den Hüften sehr stark, ist eine gute Übung für die tiefen Bauchorgane. Wenn du so flexibel bist wie Raffaela, ist dein ganzer Körper auch auf dem Boden und so hast du einen schönen Kontakt zur Mutter Erde. Manchmal wird diese Stellung auch als die Erdstellung bezeichnet, weil du Bauch und Brust auf dem Boden hast und auch die Innenseite von Beinen und Oberschenkeln. Diese Stellung hilft dir auch, in einen meditativen Gemütszustand zu kommen, gehört zu den Asanas, die Pratyahara, das heißt nach innen ziehen, der Sinne zur Folge hat und wo du die Ruhe hast, um besser meditieren zu können. Mehr Informationen über dieses und tausende von anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.